Ja, das habe ich gesehen, Mike. Ja, das habe ich gesehen. Bonusdruckerei vielleicht jemand? Die Bundesdruckerei, die machen Pässe, Personalausweise und so. Ah, ist mal. Manchmal macht doch nicht mit Vorfeld, Nico, ja. Manchmal schon. Manchmal schon. Immer aber manchmal. Stimmt, ich spiele ja Duos, ne? War gerade solo. Ich dachte, ich spiele noch Solos. Dann habe ich gesehen. These guys, they don't shooting each other. Oh, was ist denn mit dem Soundsystem? Aber das Gute ist, das ist bei den anderen ja auch so schlecht. Unter mir? Das ist unter mir, ne? This might be a team wipe. Hier. Okay. Oh. Voll krass. Voll krass hat der mich noch gedamaged, der Bo. Ich hatte jetzt schon mehr Spaß als auf der neuen Rebirth Map. Vielleicht wird das hier ein Feine-Kanal-Video. Solo gegen Duo spiele ich gerade. Wir haben gerade eine Runde die neue Map gespielt und wir haben uns jetzt hier entschlossen, beziehungsweise ich habe das beschlossen im Stream, aber ich glaube. Der Stream bzw. der Chat. Leute sind da einer Meinung mit mir, die sind d'accord. Dass die neue Map keine neue Map ist, das ist einfach nur Mini-Royal auf Al-Bakra, Fortress. Also auf. Das ist quasi normal Al-Masra, nur dass man halt quasi begrenzt auf diesen kleinen Bereich. Es gibt keine richtigen Shops, beziehungsweise es ist keine richtige Shop-Verteilung. Die Map ist genau gleich. Es ist einfach eine Frechheit. Und es gibt Wiederauferstehung. Es sind viel zu wenige Teams. Da habe ich noch was vergessen, Chat. Der Chat sagt, es ist eine Frechheit. Ja. Der Respawn-Timer ist viel zu schnell einfach vorbei. Also, man kann auch irgendwie nur so 6 Minuten oder so. Also, es ist einfach ein Zustand. Mehr kann man da nicht zu sagen. Das ist eine Frechheit. Deswegen stehen wir jetzt hier ein bisschen Solo-Duo-Action auf meiner Lieblingsmap tatsächlich. Von der Rebirth-Map. Auf Wandle nämlich. Okay. Whoa, what the hell was that? Was war das gerade? Frechheit nennen, Armutszeugnis, ja, das sind so die Beschreibung für die neue Map, die hier aus dem Chat kommt. Och nö, oder? Oh nö, muss ich jetzt wieder hier den umständlichen Hasen machen. Hat der jetzt schon mehr Gunfights als in 2 Runden auf der Nordanlage? Drohne hat keinen Platz, feindlich. Dead Guy. Aber ich schwöre, Steps sind wirklich gar nicht mehr da, ne? Feinde landen im Einsatz. Bro, sein Mate ist ja kompletter Geek. Sein Mate ist sogar gestorben. Chat, die Gunfights sind wild hier. Das ist die Wandle Map. Die gab's schon. Das ist nicht die neue. Also es ist auch keine neue Map. Lasst euch nicht veräppeln. Also ist es wirklich nicht. Oh. Warte mal, der hintere hat auf mich geschossen, ne? Ich glaube, der hat den nämlich auch gekillt. Das waren 2, ne? Ah, ich jawohl. Karma.
macht er gut. Macht er nicht schlecht. Luca hatte zum Glück nur eine Pistole für uns. Ah, bringt nichts. Ich werde ihm mal ein paar Respekt-Shots geben. Bringt, wie gesagt, uns nur leider nichts. Boah, also dass die da jetzt auf mich snipen und ich deswegen da nicht ins Fenster kann, ist eine Frechheit. Chat, oder? Das ist eine Frechheit. Oh mein Gott, fast von engtem Airstrike gestorben. Cat, Weasel, deiner für 7 Monate und Skrypes, danke dir für 16 Monate, mein Freund. Ich glaube, die haben das Soundsystem komplett zerstört. Also es war da vorher schon nicht wirklich da. Aber ich glaube, jetzt ist es komplett Game Over. Also die Leute, die Gegner hören ja auch nichts. Und mir geht's halt auch so, ne? Ich glaube, ich lande hier kurz und mache hier kurz eine Zwischenlandung. Sie lassen wir liegen, würde ich sagen. Wir gucken, dass wir weiter die Lobby aufräumen. Also wie gesagt, neue Map, echt eine Frechheit. Titel wird vielleicht irgendwas sein, so die neue Rebirth-Map in Warzone 2 ist ein Reinfall und dann versteht ihr auch, warum ich jetzt Warzone spiele. Weil ich will sie euch in dem Video auch nicht zeigen. Es ist wirklich nicht wert, gezeigt zu werden. Oha. Ich glaube, da ist Shepard zum Report rein. Jo. Was hat er gerade gesagt, Chat? Spricht jemand Hebräisch? Spricht jemand von euch Hebräisch? Oder so? Was auch immer das für eine Sprache war. Funktionieren die Drohnen jetzt eigentlich richtig? Sieht so aus. Haben sie die gefixt jetzt? Weil es war ja auch eine Zeit lang, dass die Drohnen einfach nicht funktioniert haben. Oder was heißt Zeit lang? Eigentlich die ganze Zeit. Dani, danke dir für 33 Monate Resub. Welcome back. Nein, also funktionieren immer noch nicht. Habe ich gerade einfach nur Glück gehabt. Aber das ist zum Beispiel ein Bug, der ist ja unfassbar nervig gewesen. Oder ist unfassbar nervig. Du benutzt eine Drohne und es geht, passiert einfach nicht. Scheiße. Da ist gar kein Fenster. Oh, die machen ja nicht sehr ernst, die zwei hier. Die spielen diese komische Muni, wo ich die ganze Zeit mich nicht bewegen kann. Das ist ja todesgeil. Ich dachte gerade, warum konnte ich nicht weglaufen? Und ich hatte kurz vergessen, ich war noch von Fortnite gewöhnt, dass man die Waffen nachladen, während man läuft. Das geht hier ja gar nicht gerade. Loadout sollte aber Gucci sein, oder? Da war eigentlich nichts auf der UAV. Guck mal, was wir hier aus der Runde noch rausbekommen. Wenn wir jetzt hier nicht weggecampt werden, das wäre natürlich ärgerlich. Und wie viel Geld da einfach random liegt. Okay, okay, wir sind nochmal da, Chat. Wir haben unser Loadout. Wir sind da. Wir leben. Wir atmen. Neue Map ist leider keine neue Map. Schade. Neuen Bobo. Alle Preise wieder normal. Name ist es praktisch gut, den ich da gerade hatte und den auch. Nice. Ich hab den noch legit gerade nicht gesehen hinter dem Tisch. Schade. Aber da kreist noch keine neue Map halt.
Also ist wirklich keine neue Map. Ist einfach so ein Almasra-Dings ausgeschnitten und dann schlecht Rebirth gemacht. Ganz schwierig da. Geile P90 aber, die ich da hab. Geile Tech-M, die da liegt. Warte mal, Leon. Oh, ich werde aber auch die ganze Zeit einfach gesandwiched, ne? Von irgendwo Elche Level 31 mit einer gekauften Variante. Okay. So. Frage ist, was können wir jetzt aus der Runde hier noch rausholen? Solo, Duo, hinter feindlichen Linien, wir haben keinen Loadout. Wir haben keinen Cash. Da sind zwei, die sich jetzt fetzen mit den anderen da, I guess. Boah, das würde mich ja so abfucken. Hä? Wo genau waren jetzt meine Kugeln auf den Pre? Where exactly were they? Ich bin eigentlich rüber, weil ich deren Waffen will. Ich glaube, die haben Loadout-Waffen, oder? Ja, PK wurde ja auch nochmal schlechter gemacht, ne? Schwierig. Ah, alles klar. Wir überleben einfach alles. Wir überleben alles. Er wird rechallen. Sitzt er jetzt in der Ecke oder was? Nur noch 10 übrig. Der Sieg ist möglich. Feindliche Drohne über uns. Oi! Okay, man. Okay, man. Oi! Er hat mir wirklich da irgendeinen Sniper gedroppt, mit der ich auf jeden Fall gar nichts treffen werde. Das ist natürlich sehr ärgerlich für uns. Der andere wird da, glaube ich, oben campen jetzt. Das heißt, ich versuche jetzt mal hier wegzukommen, ohne dass er mir in den Rücken schießt. Aber auch mehr Glück als Verstand hier. Wie viele leben denn noch? 6 Leute, 4 Teams. Oben ist er. Ist die hier überhaupt One-Shot? Pace-Munition. 408 Pace. Was ist das überhaupt für Nerf? Das ist die Intervention, ne? Aber wie gesagt, ich werde eh nichts mit der Sniper treffen. Ein Duo, 3 Solos oder was? Scheiße. Also Bro, diese, sag schon, die ADS-Time von der Sniper und generell, wie die Sniper hier so schießen, das ist so unfassbar schlimm, finde ich. Guck mal, wie krass die ranzoomt. Ob ich da am Scope bin, ist wirklich sämtliche Hoffnung verloren. Aber ich gesagt, Chat, ich werde nichts treffen, leider, mit der Sniper.
Das ist die neue Map, Helmi. Sieht nur ein bisschen anders aus. Happy. Feindliche Bombendrohne. Das ist sehr geil. Bitte mach mich One-Shot. Hä? Warum hat die mich jetzt genockt? Warum hat die mich jetzt genockt? Hallo? Warum bin ich gerade knockt von der Bombendrohne gegangen, die 5 Meter weg war von mir?